Herzlich willkommen zurück auf Bühne 3, heute zu unserem fünften Vortrag. Wir haben heute schon wahnsinnig viel gehört, wozu wir heute, glaube ich, jetzt mit euch beiden hier anknüpfen können. Ich freue mich, dass ihr da seid, Christine Masloch, Jens-Peter Galin. Hallo. Die beiden Kollegen beschäftigen sich mit DevOps und mit Cloud, mit agilen Projekten. Und wir wollen wissen, warum oder wie ist es in IT-Projekten agil zu arbeiten oder wie ihr es genannt habt, trotz Cloud Container und Automatisierung, warum sind wir immer noch nicht agil genug? Dazu sehen Sie die beiden Kollegen, wir haben auch ein paar Umfragen mitgebracht und auch noch eine tiefergehende Demo. Beide arbeiten hier in der MMS. Ich würde mich freuen, wenn Sie uns Fragen stellen im Chat, wie auch in den anderen Sessions schon. Wir haben wieder eine Graphic Recorderin, die mitzeichnet. Und damit würde ich übergeben an Christine. Wir steigen ein mit einer doch provokanten Theme. Wir wollen damit niemanden blamen oder bloßstellen. Das ist nur eine Erfahrung, warum trotz Cloud, Container und Automatisierung es mit dem Agilisieren manchmal nicht so vorangeht. Das ist eine Erfahrung, die aus unserem Kundenkreis in letzter Zeit zu hören ist, die sich besonders auf die Technologie als erstes gestürzt haben. Ist das falsch? Natürlich nicht. Es ist ein Weg. Wir wollen heute beleuchten, wie diese beiden Themen Cloud und DevOps da im Zusammenhang stehen, ne? Cloud soll hier stehen für die schier unendliche Zahl an technologischen Möglichkeiten, die man hat, die ein Mensch gar nicht überblicken kann, die großartig sind. DevOps ist natürlich vereinfacht, aber es steht für neue Arbeitsweisen, die wir in der Agilisierung brauchen, in der Digitalisierung brauchen. Autonome Teams, interdisziplinäre Teams, mehr Selbstverantwortung, um das mal kurz anzureißen. Wir wollen das in dem in dem Vortrag hier gar nicht vertiefen, sondern uns auf Kundenbeispiele konzentrieren. Wir haben vier Kundenbeispiele mitgebracht, wie die diesen Spagat zwischen den zwei Themen lösen und daraus berichten. Vorher aber noch eine kleine Einschätzung von unserer Seite. Ja, also vielen Dank, Christine. Auch nochmal Hallo von meiner Seite aus. Genau, in erster Linie geht es in unserem Vortrag ein bisschen um Vereinfachung. Wie Christine schon sagte, die Welt ist unendlich komplex, lasst uns sie einfach vereinfachen. Und da haben wir uns gedacht, wir machen mal was wirklich übersichtlich ist. Das heißt, wir setzen die Aneignung der verschiedenen von Christine schon richtig benannten Cloud-Technologien einfach mal ins Verhältnis mit der Aneignung von Zusammenarbeitsprinzipien, die wir hier mal sehr salopp als DevOps-Prinzipien bezeichnen. Und wie es immer so ist bei solchen Sachen, da fängt man halt im Nullpunkt der Schnittlinien an. Also wir haben es bezeichnet im klassischen Bereich. Das kennen wir alle. Ein Service ist mehr oder weniger outgesourced aus dem Unternehmen oder on-premises, beziehungsweise läuft noch im eigenen Rechenzentrum, wird von einer IT-Abteilung betrieben, es wird getrennt entwickelt. Es wird versucht, dort eine Verbesserung zu erreichen und man geht davon aus, dass eine Innovationsrate von ein bis zwei Neueinführungen pro Monat sind, was natürlich überhaupt nicht mehr ausreichend ist. Im nächsten Bild seht ihr dann das, was viele jetzt bereits in den zurückliegenden Jahren schon an Erfahrung auch gesammelt haben. Die Notwendigkeit besteht, in Cloud-Technologien einzusetzen, ob man das jetzt will oder nicht. Ob es da wollen wir, das wollen wir heute auch nicht vertiefen, sondern unserer Beobachtung nach ist es einfach so. Die Cloud-Technologien sind massiv auf dem Vormarsch und in der Regel hat die Einsparung von Investitionsmitteln dazu geführt, dass man seine Applikation versucht, möglichst genau deckungsgleich in der Cloud abzubilden. In der Literatur verwendet man dazu den Begriff Lift and Shift. Man hat sich dabei gedacht, dass es die einfachste und rückhaltloseste Art ist. Unserer Erfahrung nach, und da kommen wir nachher in dem Beispiel noch raus, führt es aber nicht in allen Fällen zum erhofften Ziel. Kann zum Ziel führen, ist aber nicht für alle Fälle so. Im nächsten Bild, Christine. Ja, Genau.
Manche Firmen gehen einen anderen Weg. Ich denke, diese Lift-and-Shift-Strategie ist oft aus dem Betriebsbereich, aus dem Infrastrukturbereich getrieben. Da ist der Spaß an neuen Technologien ziemlich groß und die Lust am Ausprobieren. Manche Firmen gehen auch andersrum heran. Die sind vielleicht eher aus dem Entwicklungsbereich getrieben. Die haben schon vor vielen Jahren angefangen mit agilen Methoden, sich umzustrukturieren und auf die Herausforderungen der Digitalisierung Antworten zu finden. Es gibt aber auch hier ein Muster, dass die, solange sie es in ihrem eigenen Bereich, in ihrem Silo nur alleine ausführen und den Infrastrukturbereich nicht mit an die Hand nehmen, dass sie dann irgendwann an Hürden kommen, dass die Entwickler unzufrieden werden, weil die Infrastruktur zu starr ist, um zu reagieren auf ihre Wünsche. Deswegen haben wir diesen Weg agil mit angezogener Handbremse genannt, weil die technologischen Möglichkeiten, die Cloud-Technologien bieten, als ein Beispiel einfach fehlen, um die Agilität zielführend einzusetzen zum Wohle des Unternehmens, um wirklich dann auch eine schnellere Time to Market zu schaffen, weil das ist ja das Ziel. Also es ist nie Ziel, nur Cloud einzuführen oder DevOps einzuführen, sondern das Ziel kann ja nur sein, erfolgreicher auf dem Markt zu bestehen. Weshalb wir zu der Einschätzung kommen, irgendwann kommen doch alle Unternehmen dahinter, dass sie beides machen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Dann ist die Effizienz am höchsten, dann ist das Engagement der Mitarbeiter am größten, wenn beides gleichzeitig betrachtet wird. In diesem Zusammenhang wollen wir mal kurz das Kreisbild hier am rechten Rand, was schon immer mitschwingt in den Folien hier, erläutern. Das bedeutet, dass auch Veränderungsmaßnahmen in Unternehmen viele Aspekte haben. Ne? Ich muss an der Kultur arbeiten, ich muss neue Technologien einführen. Dazu brauche ich strategische Betrachtungen. Ich muss an der Zusammenarbeitskultur, was ändern. Technologie ist sowieso klar, ist ein großes Thema. Und diese ganzen Dinge dann im Sinne der Unternehmensziele zu orchestrieren, das sind vier große Bereiche, die zusammengeführt werden müssen, um dort erfolgreich den Change zu bestehen. Das soll ein Hinweis sein auf das Portfolio, was wir auch anbieten, ein ganzheitliches Portfolio. Das können wir nur leider aus Zeitgründen in diesem Vortrag nicht vertiefen. Da sind Sie herzlich eingeladen auf weiterführende, ausführlichere Darstellungen unserer Angebote für unsere Kunden. Genau, und dann würden wir gern von Ihnen jetzt einfach hören in unserer Umfrage ganz kurz, damit wir wissen, wo sind Sie? Also schätzen Sie sich bitte mal ein, geben Sie uns einen kurzen Einblick, wo befinden Sie sich? Klassisch Lift and Shift, agil mit angezogener Handbremse oder schon agil in der Cloud? Sehr gut, wir sehen noch, es stimmt noch ab. Klicken Sie gern noch. Wir lassen noch ein paar Sekunden auf. Und ja, es tut sich noch was. Und dann zeigen wir Ihnen auch gleich die Ergebnisse. Noch abstimmen. Jetzt sieht es gut aus. So, das ist das Ergebnis. Und zwar die meisten doch agil mit angezogener Handbremse. Mit über 50%, 33% bei Lift and Shift, klassisch noch 6% und agil in der Cloud noch gar keiner. Jens-Peter, was sagst du? Ja, das verwundert mich jetzt auch ein bisschen, aber solche Umfragen sind ja immer sehr schön in der Auswertung. Wir wollen euch natürlich nicht vorenthalten, wie wir darauf gekommen sind. Deswegen würde ich einfach mal jetzt um die nächste Folie bitten. Das ist ein typisches Beispiel für, ich sage jetzt mal so, Lift and Shift aus der Anforderung heraus, die natürlich aus der Entwicklung kommt. Das heißt, die Entwicklung sagt, wir brauchen schnell mal Plattformen, die ihr uns zur Verfügung stellen müsst. Und hier ging es um ein Projekt, wo aus der Public Cloud heraus über ein Portal der hauseigenen Entwicklung genau das bereitgestellt werden konnte, was sie brauchten, um ihre Innovationsraten halt hochzutreiben.
Ja, und gleichzeitig natürlich auch die ganzen Automatisierungsformen dort auszuprobieren. Das hatte in dem Fall noch nichts zu tun mit einem späteren Operations, sondern war wirklich nur um die Infrastrukturen für die Entwicklungsabteilung zu verwenden. Da gibt es halt mehrere Beispiele dafür. Wir haben dieses hier mal klassisch rausgegriffen. Und wie die Christine vorhin schon sagte, daraus resultieren dann auch die Portfolio-Elemente, die man dort anbieten könnte, die dann entweder aus diesem Technologiebereich oder aus dem Orchestrierungsbereich kommen könnte, also wie halt Automatisierung, wie halt verschiedene, welche Formen oder einfach nur eine Beratung, welche Formen derzeit aktuell sind. Und es ist eben auch an diesem Beispiel ersichtlich, dass dort nur eine begrenzte Ressourcen oder ich sag mal ein begrenzter Gewinn möglich ist, weil einfach die Ressourcen der Kulturen dort keine Beachtung finden konnten. Also Jens-Peter, du sagst, das ist ein Beispiel für das Lift-and-Shift-Vorgehen, technologiegetrieben. Hatte das dann im Nachgang Auswirkungen auf die Zusammenarbeitskultur in dem Unternehmen? Ja. Genau, danke für die Frage. Es ist wirklich dann so gewesen, dass man in einem zweiten Nachgang nach einiger Zeit sich dann wirklich nochmal zusammengesetzt hat und genau diese Zusammenarbeitsmodelle mit uns auch nochmal besprochen hatte und die in der Zwischenzeit auch verbessern konnte. Okay. Dann Dann würde ich kommen wir einfach mal, zum, ja. ja, zum nächsten Kundenbeispiel. Hier geht es um einen kommunalen IT-Dienstleister. Das ist nicht nur Rechenzentrumsanbieter, wie es hier steht, sondern auch im Entwicklungsbereich für Behörden und Ministerien. Die waren zum Zeitpunkt, als wir dazu kamen, klassisch organisiert, schön silomäßig, wie man das so nennt, getrennter Entwicklungsbereich, Testbereich, Compliance-Bereich waren alle extra und das Rechenzentrum auch noch mit einer anderen Organisationsform abgetrennt. Die Entwicklung hat schon frühzeitig angefangen, agile Methoden einzusetzen, sich in Teams zu organisieren, auch ihre eigenen Entwicklungsumgebungen zu betreiben. Und es gab den klassischen Übergang, wenn der Produktionsbetrieb geplant wurde. Da war eine mehrwöchige Phase, um das dann in den Rechenzentrumsbetrieb zu übergeben. Natürlich sind Sie hier ganz klassisch an diesen Konflikt herangekommen, dass die Entwicklung mehr Flexibilität, mehr Skalierbarkeit im Betrieb wollte. Bei diesem Konflikt durften wir mithelfen, den aufzulösen. Die Empfehlung war eben, Entwicklung und Betrieb mehr zusammenzuführen, auch die Mitarbeiter mehr zusammenzuführen, von Anfang an die Projekte aus Betriebssicht zu begleiten, dass man im Entschuldigung, bei der Übergabe in den Produktionsbetrieb nicht so viel Nacharbeiten hat. Also ein klassisches Beispiel für über agile Methoden eingeführt, aber mit angezogener Handbremse, weil die technologischen Möglichkeiten nicht da waren. Genau, und dann würde ich einfach mal um das nächste Beispiel bitten. Das ist so ein bisschen mein Lieblingsbeispiel, das konnte ich von Anfang an begleiten. Hier hatten wir mal den Fall, wir konnten auf der grünen Wiese anfangen. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber in diesem Fall war es so. Das heißt, der Kunde wollte etwas ausprobieren, etwas völlig Neues. Er hatte verschiedene Entwicklungsdienstleister damit beauftragt, die Lösung für ihn vorzubereiten und er war jetzt an der Stelle, das Ganze auszurollen. Das Ganze sollte so ausgerollt werden, dass so möglichst, falls ein Misserfolg am Markt sich einstellen sollte, das Ganze auch möglichst spannungsfrei zurückgerollt werden konnte. Das Gegenteil ist natürlich eingetreten, wie man sich unweit denken kann. Das heißt, der als POC angedachte Fall ist dann später auch nahtlos in Produktion ausgerollt worden und erfreut sich immer noch einer hohen Beliebtheit. Was initial auch für das Zusammenkommen mit dem Hersteller sehr, sehr entscheidend war, war, dass man sich gegenseitig besucht hat und dass der Hersteller einfach festgestellt hat, dass hier einfach die Welten auch miteinander stimmig waren. Das heißt also auch unsere Kollegen, unsere Mitarbeiter waren jung, dynamisch und konnten auch dieses als Start-up angelegte Unternehmen auf Kundenseite, was interessanterweise gegründet wurde aus einem sehr großen Konzern heraus, aber wo auch im großen Konzern schon die Erkenntnis vor längerer Zeit gewonnen werden konnte, dass man also hochflexible Sachen eben als Startup organisiert. Das ist ja auch nicht neu, der Gedanke. Man hat im Prinzip dann von beiden Seiten dieses Startup-Gedanke hochgehalten, fortgeführt
und in dieser Lösung letzten Endes zu einem Erfolg geführt. Was wir damit, wir haben das bewusst reingenommen, dieses Beispiel, um eben doch zu sagen, dass es einfach auch ein bisschen darauf ankommt, diese Gedankenlage genau in diese Richtung voranzutreiben. Ja, um halt wirklich dann behaupten zu können, dass ich dann auch agil in allen Möglichkeiten bin. Das heißt, hier hat sich's automatisch ergeben. Wir hatten heute im Laufe des Tages ja auch schon ein paar andere Beispiele, wo sich das automatisch ergeben hat über einen längeren Zeitraum. Wir möchten das gerne halt auch hier zusammenfassend darstellen und damit die Möglichkeit geben, auf diese Erkenntnisse eben schneller auch für die geneigten Kunden das zugreifbar zu machen und nicht erst den Weg der vielen Fehler gehen zu müssen. Nun könnte man ja denken, ja, so ein Startup hat es ja einfach, das sucht sich die Leute mit dem richtigen Mindset, mit der richtigen Arbeitskultur schon zusammen und die bringen das Technologiewissen auch schon mit. Die haben es ja dann einfach bei diesen Aneignungsprozessen. Aber es gibt auch Beispiele aus der klassischen Welt, aus gestandenen Firmen, die das wahrscheinlich mit längerer Zeit, aber trotzdem auch gehen und schaffen. Wer von Ihnen heute Vormittag in dem Vortrag über die ARD-Mediathek von Herrn Blumberg dabei war, konnte da noch tiefer Insights gewinnen. Wir haben es jedenfalls hier als Beispiel, dass auch größere Firmen diesen Weg gehen können und dort sehr erfolgreich sind und beides gleichzeitig vereinen können. Aneignung neuer Technologien, Cloud-Technologien und neue Arbeitsprinzipien, teamorientiertes Arbeiten, wie hier bei der ARD-Mediathek. Genau. An dieser Stelle kommt, glaube ich, nochmal eine Umfrage. Nee. Nee, andersrum. Wir haben das so eigentlich zusammengefasst. Es gibt verschiedene Wege und keinen Weg kann man jetzt sagen, das ist ein Standardweg, das ist der richtige, ne? Unsere Erkenntnis ist eigentlich, jeder Kunde muss seinen Weg finden. Wo setzt er an? Wo ist der Schmerz am größten, um Veränderungen zu erzielen? Die Erkenntnis, dass man beides gleichzeitig entfalten muss und zusammendenken muss, die kommt von ganz allein, wenn man den Weg anfängt zu beschreiten. Ja, vielleicht bietet es sich an der Stelle nochmal an, auf die Folie 5 nochmal zurückzukehren und dieses Bild einfach nochmal Revue passieren zu lassen und dann unter den jetzigen, also jetzt unter der Nennung der Beispiele vielleicht auch nochmal darauf einzugehen, wie die Christine schon sagte. Egal, wie man jetzt an die Lösung herangeht, also man beachtet halt die eigenen Möglichkeiten am besten. Und die Beispiele auch von heute früh, das Beispiel vom Herrn Blumberg hat auch gezeigt, er kam halt aus einem klassischen Umfeld, würde sich jetzt aber auf dem besten Wege für agil in der Cloud. Das heißt, er hat es geschafft, einen klassischen Ansatz in agil in die Cloud zu bewegen und wir haben extra auch nochmal ein paar Fragen daran gestellt. Er hat sein Team auch komplett umgestellt. Das heißt, ohne es eigentlich ja wissen zu können, und vielleicht haben sie es auch gewusst, er hat es halt heute früh sehr schön mit eigenen Worten auch geschildert. Eigentlich hat er sein Team DevOps-mäßig umgebaut während dieses ganzen Prozesses. Er ist natürlich über sehr viele Schmerzen gegangen und das ist genau das, was uns auch zu diesem Vortrag hier bewogen hat, dass wir sagen, man muss diese Schmerzen jetzt nicht in jedem Projekt und in jedem Unternehmen komplett durchlaufen, sondern man kann da wirklich an entscheidender Stelle mittlerweile aus der Erfahrung, die überall gesammelt wurde, auch abkürzen. Genau. Das führt uns dann zu Umfrage Nummer 2. Wir würden gern die gleiche Frage nochmal an Sie stellen, nur wo wollen Sie im Laufe des nächsten Jahres hin entwickeln? Also wieder an dieser Übersicht von klassisch bis agil in der Cloud. Sagen Sie uns gern und zeigen Sie uns, wo Sie hinwollen, damit wir das auch mal einschätzen können. Haben Sie das auf dem Schirm? Genau. Das wäre schön, wenn Sie uns dann einfach nochmal hier ein Ergebnis zeigen. Ich glaube, das tut sich gerade schon nichts mehr. Das können wir Ihnen zeigen und schon veröffentlichen. Doch, es tut sich doch noch was. Die meisten wollen gern ganz oben hin, zu agil in Cloud.
Ja, jetzt tut sich nichts mehr, dann können wir das veröffentlichen. So sehen die es auch. Also 66% wollen ganz hoch. Die Eulersche Formel. Das ist 80 ein Prozent. lohnenswertes Ziel, ein hehres Ziel. Können wir nochmal die Umfrageergebnisse aus der ersten Umfrage dagegen halten? Gibt es die Möglichkeiten? Genau. Hier haben viele sich so eingeschätzt, ein Drittel ungefähr auf der Lift- und Shift-technologieorientierten Vorgehensweise, aber auch die Hälfte hat agile Methoden eingeführt, aber nicht gleichzeitig die neuen technologischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt. Von daher haben Sie alle ein spannendes Ziel für nächstes Jahr sich vorgenommen, nämlich diesen Weg agil in die Cloud beide Veränderungen zu vereinen. Und da wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei. Genau, und das führt uns auch zu unserer letzten Folie, die wir hier einfach, das, was wir Ihnen auch nochmal mit auf den Weg geben wollten. Man kann eigentlich aus unserer heutigen Erkenntnis heraus die Cloud-Technologien und auch die DevOps-Arbeitsweisen nicht mehr wirklich auseinanderhalten. Also die bedingen sich immer mehr einander. Die viele Veröffentlichungen, gerade auch der letzten Tage, haben das auch unabhängig von uns zutage gefördert. Da gab es letzte Woche einen Artikel in der CIO. Und wie gesagt, auch bei Herrn Blumberg heute früh kam das raus und bei vielen anderen Beiträgen. Und wir bitten Sie einfach, genau das auch zu beachten. Ja, und immer sehr leicht zu merken, wenn es an einer Stelle klemmt, dann liegt es aus unserer Erfahrung nach genau daran, dass dieses Postulat halt weniger beachtet wurde. Nichtsdestotrotz, jeder Weg hat nach wie vor seine Berechtigung, jeder Weg hat seine Ursache, ja genau, Ursachen hat sein Ziel, das Ziel ist ein gemeinsames. Und aus den vielen Erfahrungen der letzten Zeit kann man da natürlich auch sehr, sehr gut unterstützen. Vielen Dank euch beiden. Es kam auf jeden Fall schon eine Frage rein, die will ich euch jetzt direkt noch stellen. Und zwar wurde da gefragt, wenn in einem Projekt externe Berater eingebunden sind, wie kann man die denn in die Unternehmenskultur am besten integrieren? Geht das schnell? Wie funktioniert das? Christine? Wenn ich da antworten dürfte, ja. Das machen viele Firmen, ja. Die Gefahr ist natürlich, dass man die Berater reinholt, die machen ihre Arbeit und gehen dann wieder raus und das Wissen nehmen sie mit und es bleibt nicht im Unternehmen. Die Empfehlung, die wir da haben, was ganz gut funktioniert, ist, die in Projektteams, in Pilotteams einzubinden, die man schon nach den neuen Paradigmen organisiert, dort als ganz normale Mitarbeiter mitarbeiten zu lassen und die Mitarbeiter aus dem eigenen Unternehmen daran partizipieren zu lassen. Und das geht am besten, wenn man zusammenarbeitet. Genau. Das Wenn ich da ganz kurz noch ergänzen darf, also diese Aufstellung der Teams oder überhaupt die Umstrukturierung der Teams, das ist unserer Erfahrung nach ein wesentlicher Anteil. Und der sollte eben nicht nur bei den sogenannten Teams stoppen, sondern der fängt viel, viel höher an. Ja. Und gute Projekte sind immer die, wo dann konsequent die Mitarbeiter in diesem, ich sag mal, nach DevOps orientierten Rollensystem organisiert wurden. Und wie die Christine eben schon richtig sagte, dann ist es auch eher ein Lerneffekt, wenn dann externe Berater genau in dieses Rollensystem mit eingebunden werden und ihrerseits auch als Multiplikanten für das eigene Team wirken können. Ja, das ist unserer Erfahrung nach sehr, sehr wichtig. Und so sind auch die Technologien beherrschbar. Und das ist ja immer diese Frage, beherrscht die Technologie einen oder beherrschen wir die Technologie? Und nichtsdestotrotz, wie viele unserer Mitarbeiter sind wir in der Lage mitzunehmen in die Digitalisierung? Ja, das ist ein wesentlicher Aspekt. Gut, vielen Dank euch beiden. Wir sind schon wieder um mit dem Vortrag. Wir möchten Sie gern noch bitten, kurz uns Ihr Feedback zu geben. Sie können uns gerne auch noch Anmerkungen und Wünsche hier unten reinschreiben. Sie können sich auch wieder bei allen Sessions ein Handout runterladen, auch die Folien von den beiden Kollegen. Sie können auch beide Kollegen über das Open Social noch erreichen. Stellen Sie gerne Fragen. Sie sind noch eine Weile da. Und das tolle Bild wieder von Marie, das werden wir auch nächste Woche wieder zur Verfügung stellen. Zum Downloaden können Sie sich gerne an die Wand hängen, auch für euch beide.
Und dann würde ich sagen, vielen Dank euch beiden, frohes Weiterarbeiten und wir sehen uns gleich in der nächsten Session, wenn Sie mögen. Und zwar 14:50 Uhr wollen wir zeigen, wie ein Security-Demonstrator aussieht. Und zwar, wie Sicherheitsangriffe aussehen, parallel beim Angreifer, beim Verteidiger und beim Opfer. Das wird auch nochmal spannend. Vielen Dank und bis gleich. Danke. Tschüss. Tschüss.